Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Arschloch! Bleib sofort still! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ich werd gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist! Komm schon, na los! Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Und damit herzlich willkommen zu einem Bonus von The Last of Us. Wir spielen Left Behind, einen Zusatzkapitel. Das wäre geschafft.
So, ich weiß gar nicht, wie groß das sein wird, aber ich konnte es erst spielen, als wir die Kampagne abgeschlossen haben. Und ja, wir haben zuerst Ellie gesehen, die beste Freundin von ihr. Jedenfalls geht es mit ihr noch weiter. Und ja, jetzt müssen wir erstmal Nähzeugs mit Joel finden. Finde ich sehr cool, dass es hier einen Bonus gibt. Okay, sind wir denn hier halbwegs safe? Okay, das schaut ziemlich geplündert aus. Wie schaut's aus mit Waffen? Ich habe gar nichts. Ja, super. Hier gibt's auch nichts Goodie-mäßiges und da hinten geht's auch nicht weiter. Ja, erstmal die Haare richten. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Also mein Bauchgefühl sagt mir, wir sind hier nicht alleine. Aber zumindest am Anfang dürfte jetzt noch nicht sehr viel passieren. Wenn es das Spiel kaum Munition, kein gar nichts gibt. Okay, da gehen irgendwelche Kabel hier rein. Alles geplündert. Ja, ich hab's ja gesagt. Wir sind nicht alleine. Ja, und da haben wir auch schon die Sachen zum was ansehen. Western Apotheke. Das klingt doch gut. Ja, sofern noch was drin ist. Aber ich wette, es ist genau das nicht drin, was wir brauchen. Boah, shit. Alter, diese Figur hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Na, was haben wir hier? Der Apotheker. Was? Was, der Apotheker ist verrückt geworden, hat mich angegriffen, hat mich ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos, habe ihn in American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kann ihm bitte jemand helfen? Kombination 35, 30, 31, Moment mal. Ich muss das mal kurz aufschreiben. Um, Stift, schreib. 30, hallo? 30, ah na, 35, 30, 3-1. Gut, da brauchen wir aber etwas zum Verteidigen. Jetzt reinlaufen ist ein bisschen doof. Oh, komm schon. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Nebenan? Ja, gib her. Gut ist. Alter, wenn jetzt hier deine Ratte oder sowas auftaucht, ne? Eine Anmerkung, die Musik macht mich nervös. Da können wir auch noch mal gucken. Oh, bitte. Natürlich. Alles ausgeräumt. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose da gelassen? Oh, Mann. Ja, den will halt nicht mitnehmen. Gut, also das war mal nix. Und nach nebenan kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen nach unten. Dieses nebenan ist auch dicht.
Stichwort. Oh shit, American Princess. Scheiße, da ist ja... Ich kann mich halt nicht verteidigen. Ich hab halt nichts. Ich hab jetzt nur das eine Messer. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Wow, ich hab's mir überhaupt nicht aufschreiben müssen. Wo bist du? Mist. Spuren. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Will ich da jetzt reingehen? Holy shit. Oh, ich glaube, das war da. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nichts. Wo ist der? Oh, Schlüssel. Okay. Oh Mist! Gott verdammt! Okay. Schlüssel. Apotheke. Los geht's. Okay, halte Left-Steuerung. Okay, ganz langsam. Ich hole mal zur Sicherheit schon mal diesen Brick hier. Du hast nichts gehört. Da ist jetzt auch jemand hier drin. Scheint nicht so. Okay. Hoffentlich keine Überraschung hinter der blauen Tür. Oh, ja. Nein. Ja, war ja klar. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joel. Ja, ich schau mal nach Goodies. Bevor wir dich irgendwie Munition oder so irgendwas in der Richtung kriegen würde. Ja, Tuch. Gibt es sonst noch was? Nee, alles leer hier. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Das versteckt hier. Goodies. Ja, auch keine Goodies hier. Ah, ich würde sagen, wir schauen mal hier hinten. Okay, ganz fehlt nichts. Ja, also wenn jemand die Nägel gemacht haben will, mal rein hier, ne? Oh, Leiche. Himmel. Inklusive etwas zu lesen. Oberstabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zu QZ, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Spuren gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unser Piloten an.
STFW Sean Brandon. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Claudette gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Stützten in einen Einkauf, in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugen Ellis, Officer Collett und ich waren die einzigen Überlebenden. Beim Überwältigen des Infiziers wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einen Infizierten verwandeln konnte. Möge in Frieden ruhen. Captain Reagan Francis. Ja, nicht so gut gelaufen. Was hast du da in der Hand? Keine Nahtmaterie. Na, das hier muss reichen. Naja. Rezept Medikit freigeschaltet. Wir haben ja eins. Das reicht erstmal. Nee, ich will es gar nicht ausrüsten erstmal. Ziemlich großer Open Space. Das sind wieder Bricks hier unten. Wir kriegen Gesellschaft. Moment, muss ich da runterspringen? Ich sehe da schon Tür mit Stromleitung, Generator. Los geht's. Ja. Schnell. Hier rauf. Was? Okay, wir spielen zwei Stories zeitgleich. Und ich vermute mal, nicht schlecht. Danke. Das, was wir mit ihr hier erleben, das wird vermutlich die Story Komm sein, jetzt. Wo sie beide gebissen Weiter werden. Geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hat. Oh. Ja, ich glaube, ich muss im Edit das Spiel ein bisschen lauter machen, weil irgendwie ist diese Sonderkampagne leiser als normal. Ich würde am liebsten hier looten, aber ich glaube, das brauche ich jetzt in dem Abschnitt hier nicht. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Ich das nur gut. Ja, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Story ist, wo beide gebissen werden. Ja, das darfst du auch sein als Firefly hier in der Basis hier. Ja, vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Das soll ich nicht passieren. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Ja, so ist wirklich komisch. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Mal schauen, ob es die gleiche Überraschung ist, wie sie es auch in der Serie präsentiert haben. Das doch einfach ab. Aber müsste es eigentlich sein. Aber der Gang sieht auch gleich aus. Hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon vorher.
Dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Ja. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Na, infiziert werden oder erschossen werden, ne? Hat sich ja halbwegs gut eingerichtet hier. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Ja, warum nicht? Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Das war so klar. Oh mein Gott. Bier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Hartes Zeug. Na komm. Was haben wir hier? Ach so, es ist ein Sattel. Okay. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als sie tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Ach so, gehen wir jetzt wieder raus. Ich dachte, das wäre hier im Einkaufszentrum gewesen. Soll ich dir helfen? Hilf mir mal. Ich hab's mir schon gedacht, das ist irgendwie echt blöde Idee. Weißt du was? Lass uns einen anderen Ort suchen. Ja. Klingt ja, wir gut. Könnten doch da einfach so draufklettern, oder nicht? Also, ich sehe jetzt doch kein Problem. Ach so, ich soll den Weg finden. Ah, I see. Hey Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Also ich weiß nicht, wie lang das Kapitel gehen wird. Je nachdem wird es dann eine große Episode werden. Oh, oh geil. Wow. Du Blödi, das war schon das zweite oder zwei. Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Oh, stimmt ja. Oh, wie geil. Komm, nimm mal. Sieh dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Werwolf. Nimm sie auf. Ja, voll krass. Nice. Brüll mal. Brüll, Ellie, echt? Du sollst brüllen. Ach so. Geil. Okay, also mit den ganzen Cheats wäre es ja schon irgendwie geile Kampagnen damit zu spielen. Mann, und ich weiß nicht, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Extras, Designs, Ellie. Achso, man sieht es jetzt hier gar nicht. Ist gerade irgendwie keine Vorschau. Gameplay-Modifikationen. Ach, schaut, leider haben wir bei dem einen jetzt keine Vorschau. Aber dann halt einfach mit Cheats einfach die Kampagne durchspielen. Na, die gefällt mir nicht. Augen. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Ja, wenn du wüsstest, was die Leute alles für einen Ramsch kaufen. Wow.
Wow. Das war blöd. Blöd, aber cool. Was haben wir jetzt noch so? Deal of the Week. Oh, die Bärenmaske, die ist auch nicht schlecht. Diese Masken sind sogar noch cooler. Naja, hat schon was. Nee, ich sag mal. Yeah, geil. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Was hast du jetzt gefunden? Ich bin Graf Dracula. Sieht ja speziell aus. Aber das Kostüm hätte ich gerne. So was hat mir gefallen. Dracula. Sieht echt edel aus. Ja. Sehe ich hier was oder dauert es einfach nur? Noch ein paar Bücher. Oder ich muss doch diese eine Maske doch mal antatschen. Och nö, ich will der Wolf sein. Die roten Schuhe. Was hast du mit ihnen gemacht? Oh weh, Toto. Was sollen wir nur tun? Oh Mann. Nö, ich will die Maske haben. Dann lieber mal wieder wechseln. Ist viel geiler. Man, Löwe wäre natürlich das Beste. Die Frage, wie passt das natürlich zu Halloween, ne? So, was jetzt? Ah, jetzt geht's wieder raus. Ja, da ist es. Ah, es ist also das Gleiche. Ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was okay. Ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Ich kann auch nicht. Wie du willst, ich bin dabei. Okay, nur eins. Oh, ja! Komm, schneller. So. Ja. Ziegelstein, Ziegelstein. Boom. Nice. Bam. Nice. Nummer zwei. Ha. Und eine noch. Komm, 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 komm. Oh ja. Fuck, von aller Zeit natürlich noch. Ja. So. Dankeschön. Treffer! Die letzte! Yes! Stein! Wurf! Champion! Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt. Nummer 1. Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Glaubst du, ich habe irgendjemandem was gesagt? Hab ich nicht. Aber ich war doch nicht irgendjemand. Oder? Nein, es war nur... Komm schon, das musst du sehen. Und wir sind fast da. Das ist keine Antwort. Ja, nicht wirklich. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Mal mit. Wir haben hier Saft. Also es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom.
Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Und von draußen kriegt es keiner mit. Ich meine, es müsste jetzt leuchten wie ein Weihnachtsbaum hier, oder nicht? Das musst du sehen. Oh, warte. Ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Ich mach das aber nicht genau jetzt ein Cut wieder aufs andere, oder? Ja, doch, natürlich. Wie zum Teufel komme ich darauf? Ich würde mal sagen, doch diese Tür da. Und diese Tür braucht Generator. Der wo ist? Also das Kabel geht nach da hinten. Wo ist das? Tricks ohne Ende. Okay. Oh Mann. Ja, ein bisschen blutig. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind gefreite Euden Alice und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können, zum Ladedock gegangen. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einer halben Dutzend Infizierte des zweiten Stadiums angriff. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst, nachdem Alice gebissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der gefreiter Alice versuchte, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihn kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband. Ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Ich verabreichte gefreiter Alice Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über den Biss amputierte. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreiter, sobald er das Bewusstsein wiedererlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Wäre interessant zu wissen, ob es auch funktioniert hat. Was ist das hier? Ah, gut ist. Nice. Nee, tauschen möchte ich dann nicht. Noch nicht. Gesundheitsbus. Flaschen ohne Ende. Was ist das hier? Oh, geile Munition. Endlich! Zwei Schuss. Die man vermutlich aber eh nicht sehr viel bringen werden, wenn hier ein Haufen auftauchen. Ja. Da geht's weiter. Noch mehr Munition. Wow, holy shit. Ich schaue mich erstmal hier um. Oh mein Gott. Ist ja kalt. Soll ich hier verrecken? Bitte, das muss sich hier lohnen. Okay, Special
cooler Truck. Und da ist der Generator. Jetzt auch Bricks. Gehen die hier rein? Hier haben wir es. Endstation. Moment mal. Ich hab's. So, war da nicht irgendwas mit Wasser? Ist dann unter Strom? Hm. Notiz. Lass mal die lesen. Der Zustand der gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Appetition zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Colfi getan, was notwendig war. Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Alice sieht ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Regan, bitte. Ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Regan. Okay, dann starten wir mal die Party. Nicht? Kein Saft. Verdammt. Oh, ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Dann schauen wir uns doch mal um, ob wir hier irgendwie Sprit finden. Oder von den LKWs absaugen. Wäre doch auch eine Option. Nice. Mehr Munition. Noch mehr Munition. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass es zu ist. Da kommt theoretisch auch nichts rein. Na, haben wir hier noch irgendwie Goodies? Nee. Aber vielleicht im LKW? Oh ja. Geil, von der Gesundheit sind wir jetzt auch fast voll. Das ist vermutlich diese eine Tür, da waren wir eh nicht durchgekommen. Oh ja, mehr Munition. Ah. Was machen wir jetzt wegen dem Sprit? Und diesem. Das ist jetzt gerade ein bisschen einfach. Da drin hat's Goodies. Ja, also doch bei den LKWs jetzt hier abzapft, oder wie? Aber wie komme ich da rein? Ist das Munition da hinten? Verschlossen. Ja, genau. Du gehst natürlich nur dann auf, wenn du Saft hast. Guck mal, nochmal zum Tank. Nö. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Muss das jetzt echt sein?
War's das? Noch einer? Ich hasse es. Ja, also. Ja, komm, mach. Leer. War klar. Okay, ab zum nächsten LKW. Jackpot. Okay, wie geht das? Ansaugen und rein. Ah, lecker, so richtig schönes, altes, ranziges Benzin. Beziehungsweise in dem Fall Diesel. Ziemlich sicher. Dürfte reichen. Ja, für das, was wir vorhaben, vermutlich schon. Also, es können halt auch keine normalen Zombies sein. Nein, es müssen Stalker sein. Komm schon. Okay, als erstes da hinten rein. Waffe ausrüsten. Fuck. Oh! Jetzt finde ich es gerade super, dass das hier unter Spannung ist. Sehr gut. Vom Wasserweg kommt es nicht mehr her. So, Explosiv. Alles mitnehmen. Molotow haben wir jetzt auch. Machen wir hier mal so eine Nagelbombe. Mehr geht auch nicht. Okay, weiter nach oben. Werden hier oben auch Stalker sein? Okay, Freund. Ich schau geradeaus. Alles wird gut. Ja, lass hoffen, dass ihr nichts nachgibt. Nicht passiert. Okay, wir sind. Erstmal safe. So, welches dort darf sein? Nicht dieses Tor. Warum brauche ich das? Müssen wir irgendwo hoch? Da hoch? Mal das hier aufmachen. Das hat mir jetzt aktiv gar nichts gebracht. Ah, außer halt die paar Gutes hier unten. Wieso kann ich das Teil hier rausziehen? Jetzt nicht so ganz. Oder einfach rein? Nee. Hä? Warum kann ich das? Okay, wir gehen mal hier nach oben. Okay, I see. Müssen wir nicht. Ah, ne, Moment mal. Tor auf und das als Stütze drunter.
Okay. Du bleibst mal so stehen. Danke. Okay, bitte bloß nicht. Sorry für den Krach. Da ist gerade was runtergeflogen. Hallo zusammen, Zukunftspapura hier. Der Bonus geht doch etwas länger als gedacht, also werden wir an dieser Stelle einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Wenn euch das bis dahin gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild seid, dann vielleicht sogar einen Kanal ab. Bis denn dann, viel Spaß, bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.